Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius von Lissen, energetischer Heiler, der feinstoffliche Virenscanner. Spannendes Thema wieder. Wieder in die Arbeit kommen oder in die Selbstständigkeit. Da geht es um die Auflösung der Blockaden, die verhindern, dass wir in die Arbeit wiederkommen. Und dann schauen wir mal, was wir da so finden, was da ist. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, ein bisschen länger her, da haben wir über Sklaventum gesprochen. Je freier wir unsere Arbeit gestalten, desto schöner ist es natürlich. Ne? Das kann ich ja leicht sein als energetischer Heiler. Es ist ja eine freie Tätigkeit, die kann man auch von zu Hause aus machen. Aber je freier die Arbeit ist, desto schöner ist es. Und suchen Sie sich eine Arbeit aus, die Ihnen im Inneren Vergnügen macht. Das ist, glaube ich, der höchste Punkt. Das Geld ist natürlich auch schon wichtig, aber das kommt dann an zweiter Stelle. Erstmal geht es darum, dass es einen Spaß macht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt lade ich mal erst alle ein, dass Sie dieses Video schauen wollen. Es ist auch unendlich wirksam. Ich bitte alle, die Interesse haben, jetzt zu kommen. Okay. Alle Blockaden, die dazu führen, dass die Zuschauer jetzt keine Arbeit finden können oder nicht in Selbstständigkeit gehen können, das nehme ich jetzt vollständig erstmal raus aus dem System der Zuschauer. Alles, was dazu führt, dass leicht und locker eine Arbeit finden und dass wir in die Selbstständigkeit kommen können, das spiele ich ein. Ich erinnere mich, im Anfang meines Arbeitslebens, und ich hatte studiert, Landwirtschaft studiert, also ich bin Diplom-Ingenieur Agrar und noch in Großhandelskaufmannslehre. Es ist aber am Anfang oft wichtig, den Schritt zu machen. Das zu sagen, ja, ich will in diesen Bereich hinein und ich fange erst mal an. Das ist die Erwartungshaltung, dass wir alle als Chef anfangen, spricht gegen diesen Punkt Selbstständigkeit, aber das will ich gleich nochmal aufklären, ist nicht so. Besser ist einfach anzufangen. Und unabhängig von dem Gehalt, ist ein bisschen zwiespältig, so wie ich es jetzt sage, natürlich müssen wir ordentlich entlohnt werden. War auch ein bisschen im Nachhinein, wo ich gedacht habe, du bist zu billig angefangen oder zu günstig hast du dich verkauft, die Zeit, deine Arbeitszeit. Aber das kann man nachjustieren, das ist so. Oder Sie probieren es einfach, höheres Gehalt, aber anfangen ist wichtig. Also alles, was uns aufhält, anzufangen, eine Arbeit anzufangen oder unsere Selbstständigkeit zu beginnen, nehme ich jetzt vollständig aus allen unseren Zuschauern jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten. Und alles, was dazu führt, dass wir beginnen, loslegen, den ersten Schritt machen, das spiele ich jetzt ein. Wenn man bestimmte Spartensender sieht, dann sieht man auch diejenigen, die eigentlich keine Arbeit haben wollen. Und die begründen das ja, dass alles zu wenig bezahlt. Das mag schon sein. Ich habe das nicht umsonst gesagt. Nehmen Sie einfach fangen Sie an. Anfangen und dann aus dieser Position eine Arbeit sich weiterzuentwickeln, ist viel leichter als arbeitslos und 10 Jahre arbeitslos und 20 Jahre arbeitslos. Und dann fällt es schwer, ne? So, wenn Sie jetzt älter arbeitslos werden, könnte ich auch gleich nochmal schauen. Ja, vielleicht noch eins dazu. Keine Idee, die Sie haben, ist so abstrus, dass es nicht lohnt, sich diese Idee mal anzunehmen. Gerade für Selbstständigkeiten. Also wir haben ja viele Möglichkeiten, uns selbstständig zu machen oder Dinge, was für die Gesellschaft zu tun, wo wir jemandem was erleichtern. Ich sag mal jetzt, was mir so banal einfällt, ältere Leute, die nicht mehr einkaufen können, machen sie den Einkaufsservice dafür. Also jetzt mal nur, ist nur eine Idee, soll jetzt nicht sagen, dass. Oder
natürlich auch die Hunde ausführen. Warum? Gibt es ja auch die professionellen. In Amerika gibt es das, ich glaube, in Deutschland gibt es das weniger. Oder was ich jetzt schätzen würde, dass jemand mein Auto abholt und sagt, ich putze es, gibt es auch, brauche ich nur im Internet gucken. Aber solche Dinge, es gibt tausend Ideen, die man machen kann. Einfach drüber nachdenken, wo habe ich Spaß dran, wo habe ich Lust dran, was macht mir Freude. Freude. Und wenn es Auto sauber machen ist, dann ist es so, dann kann man das gerne machen. Ne? Also wieder in die Arbeit kommen. Diese Vorstellung, dass wir nicht gebraucht werden, dass wir unnütz sind, dass uns niemand unsere Arbeit braucht, nehme ich jetzt vollständig heraus aus dem Leben, frühen Leben, Parallel in allen Dimensionen an Zeiten. Auch das Unmögliche zu denken und unmögliche Ideen wahrzunehmen und einfach mal was auszuprobieren, was soll schiefgehen, das spiele ich jetzt ein bei Ihnen. Also sämtliche Restriktionen, ich bin zu alt, zu krank, zu schwach, keine Ahnung, oder habe ein körperliches Handicap, deswegen finde ich keine Arbeit. Das nehme ich jetzt vollständig aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Und die Gewissheit, dass genau für uns irgendein Job da ist und dass es passgenau ist und dass wenn wir nicht selbst genommen werden und selbst eine Arbeit kreieren, das spiele ich jetzt ein. Ja, habe ich mal im Buch gelesen, aber das, die Idee finde ich trotzdem schön. Wenn man dann eine ganze Zeit lang arbeitslos ist, schleift sich so ein besonderes Leben ein. Das arbeitslos meine ich auch, man macht auch sonst nichts, ne? Also ist nicht selbstständig. Steht dann morgens um 12 Uhr auf oder 11 Uhr, dann muss man sich ein bisschen Essen machen, dann muss man ein bisschen etwas kaufen und jetzt will ich meine Vorurteile nicht weiter ausbreiten, aber es schleift sich ein Lebensstil ein, der dazu führt, dass es unheimlich schwer ist, Arbeit zu finden. Und also, wenn ich normalerweise arbeiten gehe, muss ich auch eigentlich in der Lage sein, morgens um 8 Uhr arbeiten zu gehen oder um 7 Uhr aufstehen oder 6 Uhr aufstehen. Und das ist, wenn man lange arbeitslos ist, denke ich mal, sehr schwer. Also diese Lebensmodelle, den Tag zu verschlafen, das nehme ich jetzt mal vollständig aus dem System aller Parteien jetzt raus, aller Zuschauer jetzt raus. Und sich für sich selbst ein Betätigungsfeld suchen, wo ich aktiv werden kann, da spiele ich ein. Also der hatte in diesem Buch, was ich gelesen hatte, demjenigen gesagt, okay, du jätest den Garten oder hackst den Garten morgens, ja, eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang, so gut wie es geht. Irgendwo, in irgendeiner Tätigkeit, die man sich jeden Morgen als Pflicht macht. Man könnte es jetzt auch pauschaler sagen, also jeden Morgen einmal joggen gehen, einmal laufen gehen, irgendwo spazieren gehen. Also irgendeine Pflicht sich selbst aufbürden und die auch durchziehen. Womöglich die ja noch ein bisschen einem Freude macht, wäre noch so schöner. Und dann kommt man leichter wieder in so eine andere Haltung rein. Okay, ich tue was, das ist gut für mich. Ne? Also alles, was uns aufhält, irgendwas zu tun, überhaupt was zu tun, das nehme ich nochmal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Und den Lust und die Möglichkeit, irgendwas zu beginnen und wenn es selbst was für die eigene Fitness ist, das spiele ich jetzt ein. Und über solche Dinge kann man vielleicht auch irgendwann mal eine Selbstständigkeit kreieren. Ne? So, wieder in die Arbeit kommen. Ja, die Angst vor dem Mobbing, die Angst vor den Kollegen, das nehme ich nochmal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Die Freude, wieder mit Menschen umgehen zu können und die Herausforderung anzunehmen, mit Menschen zu kommunizieren und sich in diese Gemeinschaft zu begeben, das spiele ich jetzt ein. Also so Mobbing-Erfahrung, Ausgrenzungserfahrung gehören im Leben dazu. Und wir wachsen daran. Wir wachsen daran. Das ist der Punkt. Einfach das als Herausforderung sehen und sagen, okay, ihr habt diese Ansicht, ich habe eine andere. Alles gut. So, wieder in die Arbeit kommen oder Selbstständigkeit.
Was fehlt? Diese fehlende Glaube an den eigenen Fertigkeiten oder an den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten nehme ich nochmal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. An sich selbst zu glauben, an seine eigenen Fähigkeiten, an seine eigenen Möglichkeiten zu denken, das spiele ich jetzt rein. Gartenarbeit, Gartenpflege wird gesucht, wie verrückt, würde ich jetzt mal behaupten. Man findet gar keinen, also auf große Gärtner vielleicht, aber der so im kleinen Stil den Garten macht, würden sie sofort irgendwelche Jobs zu geben, bekommen. Also es gibt ohne Ende Arbeit. Und manchmal muss man sich die Mühe machen, die Goldmünze auch von der Erde aufzuheben. Ne? Wenn sie da liegt, das heißt, ich muss mich mal bücken, um die Münze aufzuheben. Das heißt, wenn ich die Chancen erkenne, dann darf ich da durch hineinzugehen und sagen, okay, in diesem Fall mit dem Gartenpflege, eBay Kleinanzeigen wäre ein kleiner Tipp, bieten Sie es an, Nachbarschaft oder drumherum, und ich glaube, Sie werden sofort überrannt. Ist aber nicht jeder will Gärtner werden, das verstehe ich schon, aber nur mal als Idee, dass es sehr viele Berufe gibt, die es gar nicht gibt, aber wo wir wissen, da ist ein Bedarf da. So muss man es eigentlich sehen. Und die Gartenpflege, häusliche Gartenpflege, dann gibt es einen Bedarf. Ne? Nicht jeder will seinen Garten pflegen. Ne? Oder Teichpflege, wenn ich jetzt schon beim Garten bin, Sie können sich auch spezialisieren auf Teichpflege für die Nachbarschaft oder für einen Raum. Also die Ideen müssen, können, dürfen endlos sein. So, wieder in die Arbeit kommen. Jetzt komme ich ab mit meinem Gartengeschichte da. Ja, die Angst, gemessen zu werden oder das Gefühl zu haben, dass man wieder gemessen wird, ist nämlich vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt in allen Dimensionen, allen Zeiten. Auflösung sämtlicher Ängste spiele ich jetzt ein. Es gibt viele Wege nach Rom. Und ich hatte so das Bild einer Schnecke, einer, der ganz langsam ist, und meinetwegen einen Hasen, der ganz schnell ist. Aber auch eine Schnecke kann ja durch Gründlichkeit, also idealerweise eine Schnecke, die, also jemand, der langsam ist, der kann ja durch gutes Überlegen und Vorausdenken manchmal sogar schneller sein als der andere, der erst arbeitet und dann anfängt zu denken. Machen Sie das, was Ihrem Individuum entspricht, wie Sie in Ihrer Struktur sind, und in dem Tempo, nicht absichtlich jetzt langsam arbeiten, das meine ich nicht, aber mit der Qualität arbeiten, in der Sie in der Lage sind. Ne? So, wieder in die Arbeit kommen und eine gute Arbeitsstelle finden, das war der mit netten Kollegen und gutem Umfeld und sozialen guten Umfeld und guter Bezahlung und allem, was dazugehört. Misstrauen. Wenn Sie, wie in jeder guten Beziehung, gehen Sie mit einem neuen Arbeitgeber eine neue Beziehung ein. Und um dies tun zu können, braucht es Vorschuss Vertrauen. Das heißt, Sie geben ins Vertrauen ins System hinein und Sie bekommen Vertrauen wieder. So funktioniert das. Also dieses Misstrauen gegen einen neuen Arbeitgeber, dass der vielleicht der größte Ausbeuter aller Zeiten ist und ich gerade an diesen gerate, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Zuschauer raus. Und dieses Urvertrauen, dieses Selbstbewusstsein, dieses Vertrauen, dass ich denjenigen finde, der mir gut tut, wo ich anerkannt bin und dass ich in meine Qualitäten auch ausspielen kann, spiele ich jetzt ein. Das ist sicherlich ein Aspekt, um richtig wirksam zu sein, braucht man seinen Raum. Und der ist oft bei dieser Angestellten- oder Arbeitstätigkeit ein bisschen eingeschränkt, wo man nur einen kleinen zugeschnittenen Teil bekommt.
alles, was hindert, dass wir eine Arbeit finden, wo wir unsere Fähigkeiten vollständig einsetzen können, das nehme ich jetzt raus und spiele jetzt bei allen Beteiligten jetzt rein, dass wir eine Arbeitsstelle finden, der wir uns vollständig entfalten können und unsere besonderen Fähigkeiten auch ausleben können. So. Jetzt muss ich tatsächlich einen Schluck Wasser trinken. Unterschätzen Sie sich selbst nie. Es gibt niemanden, der alles weiß oder alles schon gelernt hat. Es ist normal, dass wir bei der Arbeit lernen, dass wir an eine neue Stelle kommen und auch dort lernen, uns neue Fähigkeiten aneignen, die wir vorher nicht gehabt haben. Das ist ein normaler Vorgang. Also dieses sich selbst zu unterschätzen, nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Und das Wissen, wenn ich es jetzt nicht weiß, entweder hat Mr. Google es oder ich erlerne diese Fähigkeiten neu, einfach durchs Ausprobieren, Wiederholen oder Nachabschauen oder Kopieren von jemandem, der es schon kann. Oder ich frage jemanden, der weiß, wie es geht. Also diese Wissenslücke sind kein Hindernisgrund, um eine Tätigkeit zu begehen. Niemand fängt perfekt an. Mann, Sie glauben Sie, ein Arzt, der 10, 12 Semester studiert hat, der weiß, wie der Skalpell funktioniert? Im Leben nicht. Der muss üben und übt an irgendeiner an der Schweinehälfte und irgendwann geht er zum Menschen über und irgendwann ist man jeder der Erste, der bei dem Arzt unter Messer liegt, der zum ersten Mal das Messer benutzt. Also das ist so. So ist bei jeder anderen Tätigkeit auch. Einfach loslegen. So. Also dieses fehlende Selbstvertrauen einfach loszulegen, das nehme ich jetzt mal vollständig aus dem System aller Zuschauer raus. Und Vertrauen, Urvertrauen, es wird schon gut gehen, ich werde es lernen können, ich werde diese Fähigkeit erlernen können und ich habe Freude daran, das zu lernen, das spiele ich ein. Arbeit zu finden. Das ist natürlich, wenn man sich selbstständig macht, dann ist man sein eigener Boss. Hat natürlich auch Verantwortung dafür, denn man muss sich jeden Tag bewegen. Und den einen oder anderen fällt das schwer. Ne? Aber wenn man sein eigener Boss ist und bewegt sich jeden Tag, wird man auch was erledigen können. Ne? Also diese eigene Trägheit, das machen wir nochmal selbst, die eigene Trägheit zu überwinden, die eigene Trägheit nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Und die Freude daran zu tun, zu machen, Aktionen zu zeigen, spiele ich jetzt ein. Natürlich würden wir alle, ja, stimmt so natürlich auch nicht, aber am liebsten kartoffelmampfend vorm Fernseher sitzen. Aber das kann nicht unser Lebensinhalt sein, sondern irgendwann wird dieses Kartoffelmampfen und Fernseher gucken auch langweilig. Und wir würden gerne selbst was machen. Und das ist der Punkt. Kreieren, schöpfen, neu schaffen. Und alles, was uns hindert, kreativ zu werden und aktiv zu werden, nehme ich jetzt vollständig aus dem Beteiligten jetzt raus. Und die Freude am Neuen zu erschaffen, Neues zu kreieren, spiele ich jetzt vollständig ein. So, wieder in neue Arbeit zu kommen oder Selbstständigkeit. Was fehlt noch? Ja, alle negativen Erfahrungen von früheren Arbeiten nehme ich jetzt vollständig oder Selbstständigkeit nehme ich vollständig aus dem System aller Beteiligten raus. Die Freude am was Neuem, der Weg ist das Ziel, immer wieder sich neu auszuprobieren und zu wissen, Scheitern gehört zum Konzept dazu. Je öfters wir scheitern, desto mehr Erfahrungen wir sammeln und desto besser ist unsere Entwicklung. Das spiele ich jetzt bei allen ein. So, alles war ganz gut. So, jetzt schauen wir nochmal. Ähm,
die Vorstellung, dass es einen besseren gibt und deswegen wir nicht genommen werden, das nehme ich nochmal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Diesen Leben, frühen Leben, parallel in allen Dimensionen an Zeiten. Nein, das ist nicht richtig. Es gibt einen anderen, der andere Fähigkeiten hat, aber die sind nicht mit unseren Fähigkeiten zu vergleichen. Wir sind ein Unikat in unserer Konstruktion und das spiele ich jetzt bei uns ein. Oder Zuschauer natürlich. Das Leben ist ein Marathon und keine Kurzstreckengeschichte, sondern wir müssen uns auf den Weg machen. Jetzt habe ich den Gedanken verloren, den ich gerade hatte. Aber er kommt wieder. Sekunde. Achso, nicht lange arbeiten zu können. Die Idee, dass man nach einer kurzen Zeit müde werden will, nehme ich jetzt vollständig aus dem System heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt in allen Dimensionen, allen Zeiten. Und sich, manchmal ist es vernünftig, erstmal wieder einen Halbtagsjob zu nehmen oder einen Teilzeitjob und sich die Zeit neu einzuteilen. Auch so ein Teilzeitjob hat auch die Perspektive, dass man seine Selbstständigkeit wiederentwickeln könnte oder weiterentwickeln kann. Bedürfnisse, die Goldtaler liegen auf der Erde. Chancen, die auf dieser Welt sind, sind ohne Ende. Einfach aufsuchen und nutzen. So. Ah, das fühlt sich schon ganz gut an. So, dann schauen wir nochmal, wieder in die Arbeit kommen. Alte Verletzungen, alten Herzschmerz, alte Verletzungen nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Zuschauer jetzt raus in diesem Leben, frühen Leben, parallel in allen Dimensionen, allen Zeiten. Die Erinnerung an die Freude, das, was wir gern gemacht haben, wo wir uns zeigen konnten, dass wir Fähigkeiten entwickelt haben konnten, das spiele ich jetzt ein. Ich denke da gerade an irgendwelche Jobs. Es gibt Berufe, wo man erst richtig gut wird, wenn man das viele Jahre macht. Aber auch die haben jetzt Freude dran. Ich spinne mal, ich glaube, so ein Uhrmacher ist auch kein Job, den man sofort machen kann. Also es muss man schon eine Entwicklungszeit haben, aber das war eher Glasbläser als Beispiel. So schnell Glasbläser wird man auch nicht, wenn es den Job noch gibt. Das braucht viel Erfahrung und immer weiteres Können, um dann noch vielleicht diese filigranen Dinge zu schaffen können oder Bemalung von irgendeinem Porzellantasten. Das sind alles jetzt exotische Jobs, aber ich nenne es nur, weil diese Menschen haben ganz, ganz viel in ihr Training hinein investiert und immer sich besser verfeinert und das dieses Habit, das dürfen wir auch haben, dass wir nicht als Meister von dem Himmel gefahren sind. Die Fähigkeiten wachsen mit dem Tun, das spiele ich nochmal ein. Und die Unfähigkeit, den Weg zu gehen, nehme ich nochmal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Und jeder Schritt, den wir in die Selbstständigkeit machen, jeden Schritt, den wir übernehmen, in die Arbeit hineinzugehen oder wenn es nur mit Teilzeit anfängt, ist der richtige Schritt, das spiele ich jetzt ein. Wieder in die Arbeit zu kommen. Das fühlt sich schon ganz gut an. Da fehlt noch eine Kleinigkeit noch. Ah ja. Der andere sitzt schon zu Hause. Der hat schon Feierabend und ich muss noch arbeiten. Also ein bisschen Neid. Warum muss ich arbeiten? Vielleicht kann ich auch alleine so leben. Das nehme ich jetzt von diesem Neid, nehme ich vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Am besten die Arbeit wählen, die einem Freude macht. Und man kann in jedem Job, wenn man will, auch Freude zu haben. Das spiele ich jetzt ein. Gerade diese handwerklichen Jobs, die Handwerker werden ja wie verrückt gesucht heutzutage. Versuchen Sie mal einen Klempner zu kriegen, versuchen Sie mal einen Elektriker zu kriegen. Dann wissen sie, dass sie ein bisschen Geduld haben müssen. Also die Nachfrage ist nach diesen handwerklichen Jobs ohne Ende und das wird sicherlich auch weiter steigen, weil die meisten denken, vom Sessel aus ist die beste Tätigkeit. Aber diese handwerkliche Tätigkeit hat auch ihren Spaß, ihren Vergnügen. Ne? So.
Was fehlt noch? Ah ja. Nach kleinsten Rückschlägen sofort aufgeben. Das nehme ich nochmal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Die Lernkurve sich selbst zugestehen, und das wird auch jeder Arbeitgeber, einem eine Lernkurve überzugehen. Und selbst der Börsenlehrling, der 1 Million verdaddelt hat, gibt es diesen schönen Spruch, da sagt er, okay, jetzt habe ich 1 Million, in die ich investierte, jetzt wäre es ja verrückt, dich zu entlassen. Und so dürfen sie es auch in anderen Jobs sehen. Der Arbeitgeber investiert auch in Fehlschläge. Und sie entwickeln sich. Sie sind derjenige, der Wissen und Fähigkeiten schafft in sich dann. Früher gab es ja noch, oder in Indien gibt es ja immer noch so eine Kastentrennung nach dem Motto, man darf diese Grenzen nicht überwinden. Das ist natürlich auch alles eine Illusion. Diese Illusion, dass man in eine bestimmte Kaste geboren wird und sich nicht rausentwickeln darf, nehme ich jetzt vollständig raus. Und dieses Wissen darüber, dass ich mein Leben selbst gestalten kann und alleine zuständig bin für die Gestaltung meines Lebens und wie ich es lebe, das spiele ich ein. Und die Verantwortung für unser Leben an Dritte und Vierte abzugeben, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System raus. Wir übernehmen vollständig die Verantwortung jetzt für unser Tun, unser Sein und unsere Lernen von Fähigkeiten vor allen Dingen. Das spiele ich jetzt uns ein. Das fühlt sich gut an. Also ich glaube, Kleinigkeit noch. Was fehlt noch? Naja, sowas Essentielles. Keine Lust zu haben, das nehme ich nochmal vollständig aus dem System. Von allen Beteiligten jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen und Zeiten. Die Freude am Tun, die Freude am Machen, die Freude am Loslegen spiele ich jetzt vollständig ein. Die Lust kommt, wenn man loslegt. Das ist oft so. Erstmal denken wir, ach, lassen wir es mal. Aber wenn man dabei ist, dann kommt auch die Freude daran. Sein eigenes Leben mit anderen Leben vergleichen, das nehme ich jetzt nochmal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Sich lösen von allen Vergleichen, sondern sein eigenes Leben gestalten und optimal gestalten, das spiele ich jetzt bei uns allen ein. Ja, das könnte schon gut sein. Jetzt noch einmal schauen. Ah ja, diese Erfahrung aus der Kindheit, du kannst das nicht, lass mich mal machen, du kannst das nicht, das nehmen wir nochmal vollständig aus dem System aller Zuschauer jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, in allen Zeiten. Du kannst das, du bist in der Lage, genau du kannst es. Mit viel Übung, mit viel Erfahrung können wir eigentlich alles, wo wir uns noch vorstellen, dass wir es jetzt nicht können. Aber wir können es alle, wenn wir nur genug üben. Das spiele ich jetzt bei uns ein. Gut, ich glaube, fühlt sich gut an. Das lassen wir so mal stehen. Ja, ist natürlich eine große Bandbreite von Emotionen, Verhaltensweisen, die dahinter ist, ob wir wieder in eine Arbeit hineingehen können oder wollen. Aber um es mal jetzt ganz von dem Energetischen wegzuschauen, es werden ohne Ende jetzt Menschen gesucht, die irgendwas machen wollen. Und die Möglichkeiten sind grenzenlos. Also man weiß,
bis 2050 oder 45 wird es ohne Grenzen ein Arbeitsbedarf da, nur mal ganz generell gesprochen. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal die industrielle Revolution so, dass ganz viele Arbeiten wegfallen können, weil es mechanisiert wurde und automatisiert wurde. Aber bis dahin ist ein riesiger Bedarf. Also in unserer Generation, und ich glaube, dass es dann darüber hinaus auch noch so ist, die Goldstücke liegen immer auf der Straße. Man muss nur schauen, wo ist ein Bedarf, wo kann ich dienen, wo kann ich helfen, wo kann ich die anderen Menschen unterstützen. Und wenn man mit offenen Augen durch die Landschaft fährt, dann wird man schon ganz viele Möglichkeiten sehen. Und vielleicht ist eine dabei, die einem dann gefällt. Und dann geht's ausprobieren, gerade für die Selbstständigkeiten. Ne? Gut, das soll es sein, unser kleines Video. Wie komme ich wieder in die Arbeit oder in die Selbstständigkeit? Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Cornelius van Lessen. Ich bin der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Bedanke mich, machen Sie es gut und schauen Sie beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin.